Okay. Eben, das musste wieder neu anfangen. Jetzt hört ihr wahrscheinlich Grillen im Hintergrund leicht, aber es macht nichts. So, weiter geht's. Also, wir haben hier, wie gesagt, wir brauchen noch Fasern für den Teppich. Bisher ist nur das Zimmer für unsere beiden Gäste, die jetzt allerdings nicht mehr da sind. Wie ist das Zimmer? Eindrucksvoll, sehr gut. Eindrucksvolles Zimmer. Und ja, gut, das hier ist fast fertig. Wer auch immer hier wohnt. Ja, Carsten mit seinem lustigen Helm hier, okay. So. Ich muss mal eben gucken, weil ich habe jetzt schon ein paar Tage nicht mehr gespielt. Okay, also hier, das ist fertig. Ja, wartet, fehlt noch eins dann. Können wir hier die Pflanze entfernen und hier noch eine Tür hinmachen. Oder wir bauen hier eine Killbox hin direkt. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Hier haben wir noch... Oh je, naja, das dauert noch hier. Okay, okay. Aber hier könnten wir bald mal... Haben wir noch Steine? Wir haben Granitblöcke und zwar 230. Also mit denen könnten wir wahrscheinlich hier auch noch so ein bisschen Fußboden machen, ne? Mit 230 Granitblöcken. Feine Fliese aus Granit. Ah, naja, so scheiße viel Fußboden können wir damit nicht machen, wie das hier aussieht. Aber ernährt sich das Eichhörnchen, wie man sagt. Krankenschwester ist nicht mehr inspiriert. Nein! Wow, das Elefant, was machst du hier drin? Schamanenhändler von der Nation Debepe. Okay, gucken wir mal. Jefim ist der Einzige, der wach ist. Das können wir mal ernten, wenn einer Lust hat dazu. Zum Beispiel... So, okay. Wir können die Chinchillas verkaufen. Da würden wir ordentlich was Geld kriegen. Und die Kasuare können wir verkaufen. Den Elefanten können wir verkaufen, aber das machen wir natürlich nicht. Wir könnten Bauteile verkaufen, aber die brauchen wir eigentlich eher selber. Meduzin behalten wir auch. Alpakas wollen die nicht. Also die Chinchillas sind alle nicht, die fressen nur Zeug und sind alle nicht. Oder behalten wir die beiden Weibchen, die Schwangeren? Nee, verkaufen wir. Nussi, sammelst du mal das Geld ein? So. Cool. Es ist schon eine richtige kleine Farm hier. Und selbst wenn, keine Ahnung, die nächste Eiszeit einbricht hier, haben wir noch genug Nahrung für eine Weile. Was war das hier nochmal? Psychischer Strahler. Achso, der macht, dass die Leute die in diesem Umkreis hier sich wohlfühlen. Warte mal, wir geben das Zimmer mal Kerstin. Und stellen da dann auch die Dinger hier rein. Dann fühlt sich Kerstin ein bisschen besser, weil sie im Bereich des Strahlers schläft hier.
So, und das Zimmer ist sehr eindrucksvoll, sehr gut. Vielleicht reicht das Bench dann sogar, wenn der Bench wieder da ist, der Herr Bench. So, das ist auch schön verbaut. Dann haben wir 222 Marmorblöcke. Kapseln eingetroffen. Von hat sich kontaktiert. Er war ein Flüchtling, dem du in einer Notsituation geholfen hast. Inzwischen hat er wieder Fuß gefasst und möchte dich nun angemessen für deine Hilfe belohnen. Er schickt dir folgendes via Transportkapseln: Plastahl und vornehme Rekon-Rüstung. Okay. So. Sag ich mal, kriegt der Markus die Rekon-Rüstung, weil der Markus hat eine Nahkampfwaffe, glaube ich. Ja. Und ihr trägt mal hier das Plastahl weg. Und Nussi darf mal hier die Sachen wegtragen. Cool. Was ist das hier? Warum ist das Ei? Ach so, ich habe die alle hier draußen hingetan, ne? Damit die nicht die ganzen Sachen auffressen. Keine Forschung. Ah! Wie ist das passiert? Plattenrüstung, königliche Kleidung, Cembalo, Drogenherstellung. Was ist denn am billigsten? Die königliche Kleidung. Erforschen wir erstmal die ganzen billigen Sachen. Glaube, hier müssen. Oh, super. Okay. Naja, die haben jetzt Chinchillas gekauft bei mir. Das ist schon mal gut. Hier ist auch noch was. Natürlich Stahl. Nur für den Fall, dass irgendjemand unbedingt Bergbau machen möchte, können wir ja so ein paar Sachen noch. Hier ist auch noch Silber. Können wir das nicht langsam mal abernten hier? Damit wir unsere Teppiche. Okay. %79 gewachsen. Das lohnt ja dann noch nicht. So, mal gucken, wie geht es der Kerstin? Musste Fitz zurückweisen. Ohne Tisch gegessen, chemische Befriedigung, sehr eindrucksvoller Aufenthaltsraum, entspannt, sehr eindrucksvolles Psychostrahler. Siehste, Kerstin geht's gut. Sehr schön. Was so ein hier Psychostrahler alles macht. Okay. Wow, alles voller Eier hier. Das wird ein riesen Google-Hupf.
Ich glaube, wir müssen einen neuen Kühlraum bauen, was? Gucken wir mal, ob wir hier noch. Oh, königliche Kleidung, sehr gut. Cembalo. Müssen wir, glaube ich, ein paar von denen als Stützpfeiler. Ihm das schon alles abgebaut hier oder geht er immer zu dem, was am nächsten dran ist? Ich glaube, er geht zu dem, was am nächsten dran ist, immer. Macht ja Sinn. Party! Jefim schmeißt seine Party. Jeder, der hingeht, wird durch soziale Interaktion entspannen und eine nachhaltige Verbesserung der Stimmung erfahren. Sehr schön. Hier im Raum mit dem fehlenden Fußboden. Irgendjemand kocht da. Okay, Markus kocht. Können wir hier ja so ein Dingsi hinbauen und dann bauen wir hier eine Stahltür. Und dann brauchen wir natürlich da auch Strom. Gehen wir am besten hier durch. Das sieht gut aus. Gut, dann brauchen wir hier eine Lampe. Ach so, okay. Aber ich glaube, ich kann die Tiere ruhig mal wieder zurückschicken, ne? Tiere sind hier. Okay. Hier liegt noch so ein Sturmgewehr, okay. Wie lange sind denn jetzt noch? Sind das Quests hier? Shift provisorische Arbeiter, 3 Tage noch, okay. Kriegen wir Jade.
Tja, dann müssen wir leider mal die Drogenherstellung erfinden. Feuer! Sehr gut. Sieht es hier unten aus? Können wir den jetzt abnehmen oder? Ist immer noch sumpfige Erde, okay. Muss ich hier wieder Leute nur zum Tragen einteilen, damit das passiert, ne? So, dann mal Psychit. Oh nein, ein Kurzschluss zum Ort sprengen. Okay, mal schauen, wo sind wir denn hier überhaupt? Ah, das ist passiert. Okay, das ist ja großartig. Löscht sich das Feuer von alleine jetzt? Sieht ganz so aus, ne? Sehr gut. Stromkabel. Könnten das eigentlich auch noch hier um den Teil vergrößern, ne? Oh, Steine, okay. Cool. Ja, sorry, Arbeit, ne? Aber ich habe hier eine halbe Stunde, wo ich jetzt 5 Minuten rumsitze und mich mit arbeitsrechtlichen Problemen auseinandersetze, während ein Wildschwein angreift. Warte mal, zum Ort springen. So. Mal gucken, ob es durch die Fallen läuft. Das wäre natürlich prima, ne?
Ja, diese Folge werde ich wohl zurechtschneiden müssen, weil irgendwie sehr viel Leerstellen drin. Stahlreste! Sehr gut. So, das kopieren wir und dann machen wir das einfügen. So. Wo ist denn das scheiß Schwein jetzt? Wut. Ich höre das immer noch, aber. Behandlung benötigt. Oh nein, Jefim! Mach das Schwein tot. Siehst du, geht doch. Kannst du mal gleich in die Kühlkammer tragen, hier. Schweinehälfte. So, haben wir wieder Steine? Nicht so viele. Ein bisschen. Bisschen Schiefer haben wir noch. Ach, Mist. Okay. Plattenrüstung. Zack. So, ein bisschen Schiefer. Und eine Tür. Zack. Ja, ich glaube, das reicht jetzt aber. Okay, seltene Trumbos. Wie schön. Was sind das denn hier für Tiere? Affen. Ach so. Okay. Ja, dann enden wir mal auf der Note, dass seltene Trumbos hier reingelaufen sind. Und ich gucke mal, was ich aus dieser Folge rausschneiden kann, damit hier noch ein bisschen Handlung übrig ist und nicht nur ich telefoniere. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh nein, ein Kurzschluss zum Ort springen. Thank you.
Okay, ja, jetzt habe ich am Handy gedaddelt und war die ganze Zeit Pause. Am besten ich schneide das nachher raus, oder? Okay, mal schauen, wo sind wir denn hier überhaupt?